Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wie Sporte trifft. Unser heutiger Gast ist seit 2000 bei Sky Deutschland und seitdem an jedem Spielwochenende der Fußball-Bundesliga am Spielfeldrand als Moderator im Einsatz. Umso mehr freue ich mich, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas Wagner. Ja, hallo. Ist eine große Ehre für mich. Dankeschön. Sie sind an jedem Wochenende unterwegs und viel auf Achse. Erleben wir Sie heute erholt oder noch gespannt vom Finale der Saison? Also gespannt, eher so ein bisschen nervlich, weil als HSV-Fan geht mir das gerade im Moment schon so ein bisschen an die Nerven, inklusive Relegation. Vom Stress her geht's eigentlich, weil die Europapokalreisen halt im Moment ein bisschen weniger geworden sind. Und oft ist man ja an den Spieltagen unterwegs, Freitag, Samstag oder Sonntag. Da jetzt die Spieltage ja zusammen sind, habe ich die letzten beiden Wochenende jeweils nur samstags gearbeitet, in Dortmund und in Schalke. Das war eigentlich vom Fahren her auch sehr angenehm. Und da wir bei der WM nichts machen, geht es jetzt eigentlich so, ich würde mal sagen, im entspannten, chilligen Bereich. Wie gesagt, mit dem kleinen Wermutstropfen noch mein Lieblingsverein aus dem hohen Norden. Was denken Sie, was der HSV da reißen kann? Ja, also Favorit sind sie, glaube ich, nach der Saison nicht. Mit 27 Punkten ist man früher sogar bei der Zwei-Punkte-Regelung teilweise abgestiegen. Ich glaube auch, dass Fürth einfach viel mehr Erfolgserlebnisse hatte. Auf der anderen Seite, dadurch, dass Lasogga jetzt wieder fit ist, das ist meine große Hoffnung, weil der, glaube ich, auch als Anspielpunkt die ganze Mannschaft so ein bisschen mitreißen kann. Ich bin am Donnerstag auch privat da, weil, wie sagt man so schön, in dieser Situation braucht mich mein Verein. Sie sind jetzt seit 14 Jahren bei Sky, haben beim Radio angefangen und viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Als Sportmoderator sind Sie das Bindeglied zwischen den Leuten, die hinter der Kamera die Arbeit leisten, und den Millionen Zuschauern, die zugucken. Spürt man da noch den Druck oder was für Emotionen hat man dann live am Mikro? Ja, also sagen wir mal, ich habe ja damals sogar noch früher angefangen beim DSF damals, beim Deutschen Sportfernsehen. Und da weiß ich noch genau, wie ich das erste Mal Interviews machen durfte. Das war ganz kurios bei der Handball-Europameisterschaft, ich glaube 99 in Meran, weil irgendwie der ursprüngliche Interviewer ist ausgefallen. Und dann hat der Chef gesagt, hast du einen Anzug dabei? Und ich hatte einen dabei und durfte im Spiel um Platz 3, Deutschland gegen Russland, durfte ich die Interviews machen. Und da blieb eigentlich gar nicht so viel Zeit, nervös zu sein. Und dieses als Field-Reporter, als Interviewer, da hat man immer noch so ein bisschen den Gesprächspartner, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann und anlehnen kann. Aber natürlich bei den großen Spielen auch so ein bisschen das Kribbeln, und wenn man dann irgendwann ganz alleine vor der Kamera steht und weiß, so, man ist jetzt der Moderator oder der Anchor vor Ort, da hatte ich auch manchmal so einen kleinen Tick, da hat dann irgendwie so mein, wenn die Anspannung da war, hat immer so ein bisschen mein linker Unterschenkel, der hat irgendwie so ein bisschen vibriert, aber es war eigentlich mal ein ganz gutes Gefühl, da wusste ich, du bist konzentriert und angespannt. Und ja, also das war natürlich am Anfang Gänsehaut vor so einem Publikum, wenn du im Stadion bist und weißt, dann, da gucken noch ein paar Leute zu und vielleicht deine Eltern, deine Freunde und sowas, ist heute jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber immer noch das Kribbeln da, wenn das irgendwann nicht mehr da ist, dann muss man wahrscheinlich sich einen neuen Beruf suchen. Mhm. Sind Sie denn zufrieden mit Ihrer Berufswahl, seit 14 Jahren jetzt auch explizit bei Sky zu sein? Es war ja damals noch Premiere und ja, ich muss sagen, habe ich irgendwie überhaupt nie bereut, weil wenn man jetzt selbst Fußballfan ist, also diese Vielfalt an Wettbewerben, erste Liga, zweite Liga damals noch gemacht, Champions League, Europa League, dann habe ich Weltmeisterschaften schon erlebt, also eigentlich alles, was es in dem Job gibt. Jetzt kann man natürlich vielleicht sagen, der ein oder andere will man nicht vielleicht noch vor einem noch größeren Publikum, sage ich einfach mal, wie öffentlich-rechtlich oder RTL, sage ich auf der anderen Seite, brauche ich jetzt nicht. Ich glaube auch, dass wir beim Pay-TV jetzt mittlerweile auch genug Zuschauer einfach haben, und jedes Wochenende im Stadion zu sein, auf der Plattform, das bietet ja eigentlich nur Sky, und deshalb habe ich das nie bereut und bin sehr glücklich mit meinem Arbeitgeber. Mhm. Jedes Wochenende im Einsatz, das bedeutet auch viel Pendelei. Man ist wahrscheinlich auch viel Flieger, und ich schätze mal, dass Sie auch betroffen waren von den Streiks in den letzten Wochen und Monaten. Ist das eher ärgerlich oder findet man das legitim? Tja, das ist natürlich, also wenn man da in der Schlange steht, an so einem Infopoint, 30 Meter vor einem, nur Krawall und Ärger, dann findet man das alles andere als legitim, mhm, und ist natürlich stinksauer. Ja, ich weiß noch, ganz am Anfang beim DSF, da hatte ich, glaube ich, mal, da gab es den Senatorenstatus, wenn man im Jahr mehr als 100 Flüge hat. Und ich habe mit dem letzten Flug den 101. bekommen, also es war jeden dritten Tag eigentlich im Flieger. Da fand man das alles noch spannend, Hotels, Flughäfen. Mittlerweile ist es natürlich manchmal so, dass man Flughafen, Verspätungen, Hotel, also doch nur noch als das betrachtet, was es dann auch ist, mal so eine Durchgangsstation.
Gut, auf die Streiks jetzt konkret angesprochen, da denkt man natürlich manchmal schon, ja, müssen die jetzt schon wieder streiken oder so, aber jede Berufsgruppe hat natürlich die eigenen Interessen. Bei der Bahn ärgert man sich, dass es zu spät ist, wenn man im Stau steht. Die Flüche möchte man auch keinen zumuten, die man da manchmal ausstößt. Reisen gehört halt dazu, aber je älter man wird, wird es natürlich ein bisschen anstrengender. Um auf die Branche des Sportjournalismus zu kommen, gäbe es da die Möglichkeit für Streiks? Wäre das eine Option oder gibt es da Potenzial? Also ich glaube, dafür habe ich viel zu viel Bock zu arbeiten, als dass man da streikt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, damals im Zuge der Kirchkrise wurde ja damals auch das DSF so ein bisschen abgewickelt. Und da war es dann schon so, dass eigentlich jeder Einzelne verhandeln musste mit den Chefs. Und da war es schon ganz gut, einen starken Betriebsrat zu haben. Und ich war damals auch in der Mediengewerkschaft halt drin, weil man sich ja teilweise auch beraten lässt. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Sagt man dann, ich schreibe einen Auflösungsvertrag, unterschreibe ich den, wenn ich weiß, dass es beim nächsten Sender weitergeht. Für andere von uns war damals dann komplett Schluss. Das war schon eine schwierige Situation oder auch teilweise die finanziellen Probleme, als man mit Bargeld durch den Zug gelaufen ist, um seine Fahrkarte noch bezahlen zu können. Und dann ständig mit der Rechtevergabe. Alle 2 Jahre immer, behalten wir die Rechte oder nicht. Das ist dann teilweise schon, da macht man sich dann auch schon mal Gedanken über die arbeitsrechtliche Seite. Aber Streik, also dafür arbeite ich eigentlich zu gerne. Abgesehen von der finanziellen Seite hat sich der Sportjournalismus ja sehr verändert in den letzten Jahren. Früher sind die Journalisten noch mit den Sportlern ein Trinken gegangen abends und waren wirklich nah dran. Wie viel Spaß macht es noch, wenn man jetzt nicht mehr die Emotionen vielleicht rauskitzeln kann, sondern vor einem Medienprofi steht, der dem vorher gesagt wurde, was er eigentlich dem Moderator sagen darf und was nicht? Ja, es ist ja eh ganz, ganz schwierig. Ich habe letztens vor einer, bei uns bei Samstag Live war Franz Beckenbauer zu Gast. Und da haben wir mit dem einfach vorher mal gesprochen. Und da muss man sich mal vorstellen, 1986 haben die Journalisten noch im Mannschaftsquartier der Nationalmannschaft in Mexiko also mit praktisch die Zimmer bezogen. Da gab es natürlich dann auch teilweise Ärger, weil die eine oder andere Geschichte direkt in den Medien stand. Das ist keine 30 Jahre her. Und wenn die, mit allem Respekt gesagt, älteren Kollegen auch mal sagen, wie das dann früher war, dann konntest du halt wirklich auch mit den Jungs mal rausgehen und dann hat der eine die Geschichten vom anderen nicht erzählt und umgekehrt. Ich glaube, dass das heute viel schwieriger geworden ist, weil die Spieler einfach auch viel zu viel Angst haben. Heute Handy 14, dann ist dein Bild irgendwo in der Zeitung oder auf Facebook, wo auch immer. Sie werden natürlich auch teilweise geschult von ihren Managern, haben dann eigene Medienschulungen. Und deshalb glaube ich, ist schon das, der Eindruck, dass man hofft, so ein bisschen den stromlinienförmigen Spieler einfach hat, der genau das sagt, was von ihm erwartet wird. Auf der anderen Seite hat das sicherlich auch was mit Professionalisierung zu tun und man verklärt sicherlich auch gern die alten Zeiten, aber so ein bisschen was von diesem alten, sag ich mal, romantischen Geist, dass man einfach auch mal was sagen kann, ohne dass es einem permanent wieder um die Ohren gehauen wird oder dass man wirklich mal Journalist und Spieler auch mal weggehen kann. Aber das hat, glaube ich, auch was mit einer Vertrauensbasis zu tun. Also wenn ich das einmal mitbekomme oder mir erzählt mal jemand was im Zorn oder im Ärger und ich gebe es halt eben nicht direkt an alle weiter, dann merkt er sich das sicherlich auch positiv und ist sicherlich bereit, mir mal irgendwann was zu sagen. Also sicherlich von beiden Seiten auch ein Geben und Nehmen. Hatten Sie in Ihrer Kindheit Vorbilder, Reporter, die zu Legenden geworden sind und wo Sie sich vielleicht auch in Ihrer täglichen Arbeit was abgucken, immer noch? Ich weiß, das Erste, was ich eigentlich so hatte, war mein Vater, der hat mir so ein Buch geschenkt, 3:2. Das ist das Buch von Fritz Walter zur WM in der Schweiz, 1954. Und da war halt immer von Herbert Zimmermann die Rede, der halt da aus dem Hintergrund müsste ranschießen, das, was jeder mal gehört hat. Ja, und ich hatte dann, ich glaube, das Erste, was ich so bewusst gesehen habe, war 83, als mein HSV gegen Juventus Turin die Champions League bzw. damals den Landesmeistercup gewonnen hat. Da war Günther-Peter Ploog dran. Dann habe ich auch später Marcel Reif immer gerne gehört, muss ich sagen. Also jetzt in dem Sinne kein Vorbild, aber bin halt auch aufgewachsen mit den Radiokommentatoren in der Bundesliga-Konferenz. Jochen Hageleit oder sowas, das waren so Namen. Da denkt man halt direkt Samstagnachmittag draußen kicken oder beim Papa beim Autowaschen irgendwie helfen oder sowas. Oder selbst vom Fußball nach Hause kommen. Das sind schon die Namen, mit denen man das dann verbindet. Was muss man heute mitbringen, um ein guter Sportmoderator zu sein, in Ihren Augen?
Also ich denke, man sollte sich natürlich schon dafür interessieren, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass man 30, 40 Jahre einen Job macht, den man eigentlich jetzt nur macht, um im Fernsehen zu sein, aber man interessiert sich nicht für Sport oder Querstrich Fußball, stelle ich mir schwer vor. Ich bin halt also sportbegeistert in allen Sportarten. Ich fahre sogar zu meiner Tochter mit meiner Tochter nach Eindhoven zur Wasserball-Europameisterschaft, weil ich das geil finde. Gut, jetzt sind meine Steckenpferde Fußball und Eishockey, wo ich mich auch immer sehr für interessiert habe. Ich glaube, du musst einfach auch ja, ein bisschen Lust an einer sauberen Recherche haben, also auch in der Woche dich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und nicht am Spieltag hinkommen und gucken, wo sind jetzt hier, wo ist meine Themenmappe, gar nicht im Thema sein. Und wenn man jetzt explizit auf den Moderator drauf guckt, dann ist es sicherlich schon auch ganz wichtig, dass man ein bisschen so seine Nerven im Zaun hat, weil ich habe Praktikanten erlebt, die waren so cool, so witzig, da hast du gedacht, die reißen alles ein, wenn die mal vor der Kamera stehen und machen eine super Sendung. Und wenn das rote Licht dann anging, dann waren sie halt wirklich so blockiert, dass halt wenig dabei rauskam. Und ich glaube, ein Schuss weit extrovertiert muss man auch sein, sonst würde man das nicht machen. Also wer sagt, er ist gar nicht eitel und steht vor der Kamera, das kann ich nicht glauben. Welche Pläne und Ziele haben Sie noch in den nächsten Jahren? Also Sie sind jetzt Woche für Woche für Sky vor der Kamera. Der Traum eigentlich jedes Sportjournalisten, vor allen Dingen auch im Bereich Fußball. Was kann jetzt noch kommen? Das ist eine gute Frage, wenn man jetzt fast 43 wird, was kann da noch kommen? Ja, es gibt halt die Möglichkeit, sicherlich diesen Job, den kann man sicherlich auch noch 10 Jahre machen, wobei die Frage ist, ob man mit Mitte 50 vielleicht mit einem 19-Jährigen noch am Spielfeldrand stehen möchte. Da gibt es ja verschiedene Beispiele. Für den einen oder anderen ist das ein Lebenstraum, bis er dann in Rente geht. Ich finde das nach wie vor total spannend, heißt aber nicht, dass man jetzt vielleicht nicht sich auch mal vorstellen kann, vielleicht auch mal was anderes im Bereich, eine Studiosendung zu machen, im Bereich Unterhaltung, vielleicht auch mal Politik, was mich interessiert. Und dieses Format Samstag Live, wo wir Samstagabend von 9 bis 12 auf der Couch sitzen, ein bisschen über Fußball reden und man sich so ein bisschen auch benehmen kann wie zu Hause, sowas gefällt mir schon ganz gut, aber muss man natürlich auch immer sagen, ist ja auch immer eine Frage der Nachfrage oder der Angebot, da einfach zu sagen, hallo, hier bin ich, ich würde gerne mal was anderes machen, so läuft es ja dann auch nicht. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück davon. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, alles Gute auch fürs Studium.